Bäckerlein. Ihr seht, ich bin ein bisschen sportlich angezogen. Ich komme gerade vom Platz und ein paar Bälle geschlagen. Nein, es war nicht so schlimm, wie ihr denkt. Es war schlimmer. Genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, gestern Abend war ich ziemlich frustriert, da der Gewindeschneider, den ich besorgt habe, nicht funktioniert hat. War ein Gewindeschneider von einer relativ bekannten Baumarktkette, eine Eigenmarke, beziehungsweise eine Marke, die halt entsprechend von dort vertrieben wird. Und das war ziemlich frustrierend, was ich da so erlebt habe. Und ich habe mir gedacht, okay, ich probiere es jetzt mal mit dem Trick von Nero 3DP. Worum geht's? Die Thermosicherung, die hier am Heizbett verschraubt werden soll, hatte ich mir extra einen Gewindeschneider besorgt, um halt das Gewinde ordentlich zu schneiden, alles drum, pipapa. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe das drüben mal ein paar Aluprofilen probiert und die Aluprofile waren immer wieder mal entsprechend schlecht. Genau. So, aber wie ihr sehen könnt, die sind mittlerweile fest. Da muss ich nochmal später ran. Das ist aber jetzt kein Beinbruch entsprechend, was ich da jetzt habe. Das funktioniert schon ein bisschen. Das funktioniert auch, das auch. Genau. Die Thermosicherung ist halt dafür da, falls das Heizbett zu warm wird und zu viel Strom durchfließt, dass die knallt und dann halt der ganze Drucker sich abschaltet, damit der nicht in Flammen aufgeht. Ist eine super Idee. Hier kommt noch eine Erdung dran, dass wenn ihr ans Heizbett fasst und da zu viel Strom drauf ist, ihr nicht irgendwie eine Gewicht bekommt oder dass da irgendwie was offen ist oder so in Richtung, dass ihr keine Gewicht bekommt. Und ich würde sagen, da wir jetzt soweit sind, können wir es doch jetzt endlich mal verbauen. Ich schnapp mir mal hier den, ich glaube der war es, glaube ich mal, oder? Ja, genau. Und dann verbauen wir das einfach mal. Stopp, eine Sache noch. Ich habe leider eben beim Thumbnail, das ich gerade eben geschossen habe, ein bisschen geschummelt. Ich muss hier die Erdung, die muss man später nochmal aufmachen und muss nochmal reingehen. Ja, ich weiß, es kommt gleich wieder. Boah. Ja, ich weiß. Ich bin böse. Da habe ich eine Schraube, die ist nicht lang genug. Die ist zu lang. So. Und deswegen müssen wir da später nochmal ran. Das ist ein bisschen doof. Ja, das ist ein bisschen ein Downer, bevor der Drucker endgültig fertig wird. Müssen wir nochmal ran, das ist ein bisschen schlecht jetzt, aber es ist ein Ende in Sicht. Und man kann schon mal anfangen, entsprechend alles zu verschrauben. Ups, da unten drunter liegen noch die anderen Kabel, ja. Da geht's rein, genau, du gehst da auch rein. So, kurz Konzentration. Ja, der will nicht, der eiert. Diese Schraube eiert. Das ist eine Eierschraube. Leider keine Eierlikörschraube. Hätte ich jetzt echt Bock drauf auf ein Eierlikör. Aber ja, gut, okay. Ja, und wenn ihr das Video seht heute Abend, werde ich es mir gemütlich machen vor meinem Rechner und entsprechend mit meinem treuen Freund und Kollegen Danny für euch den Online-Shop schon mal zu beginnen zu migrieren. Ich habe die Jumper draufstellen, okay. Und wir werden versuchen, eure Bestelldaten, die ihr bisher im Store entsprechend rausgehauen habt, rüber zu bekommen in den neuen. Ja, das sitzt, wackelt und hat Luft. Sieht sogar schön aus von hier oben. Genau. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit zum Thema zum Thema Ethan ABS Plus in Peak Cream. Jetzt hätte ich den Namen schon wieder fast falsch ausgesprochen. Hätte schon wieder fast Pine Cream gesagt. Nein, also das Peak Cream ist zum Teil angekommen. Die ersten 5 Kilo waren da. Oder sind da. Und gehen auch gleich die ersten Bestellungen am Montag raus. Und ich habe gedacht, jo, der UPS-Bote, der stellt mir dann ein Paket hin. Und auf einmal war er so schnell weg. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, da fehlt doch noch ein Paket. Ja, richtig, in der Tat. Es war aber korrekt von ihm. Das wird am Montag zugestellt. Das heißt, die nächsten 10 Kilo kommen am Montag. Und dann hoffe ich auch, dass da noch mal ein bisschen was an Schwarz mit dabei ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn es soweit ist, kriegt ihr es hier auf dem Kanal und im Discord bei uns als Erste mit. Das heißt also, Kanal abonnieren. Wenn ihr wissen wollt, tagesaktuell, was denn noch jetzt gerade reingekommen ist. Ich weiß, ihr seid da so ein bisschen hungrig auf bestimmte Farben. Abonniert den Kanal, ich sag's euch dort. Und dann habt ihr am gleichen Tag noch die Möglichkeit, entsprechend das Zeug zu bestellen. Fire Engine Red ist unterwegs von Ethan ABS. Schwarz ist unterwegs jede Menge.
Das Peak Green kommt noch entsprechend und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und es kommt noch Workday ABS von 3D Fuel, hoffe ich mal irgendwann. Und wir sind dran, das KVP ABS zu besorgen. Wir sind echt dran, das wird von Tag zu Tag, habe ich ja schon mal in einem der letzten Videos gesagt, es wird von Tag zu Tag besser. Da hinten im Flughafen starten mehr und mehr Flugzeuge, auch wenn die momentan erst so in Richtung Europa fliegen. Aber es wird besser, man merkt, okay, es kommt noch ein bisschen mehr Frachtverkehr entsprechend zwischen USA und Deutschland oder Europa zustande und das ist schon mal sehr gut. Denn dadurch brauchen wir weniger zu warten, bis das Ganze fertig, bis das Ganze hier ist und bis es nicht mehr so teuer ist. Von daher, ich bin guter Stimmung, der Voron wird auch immer weiter fertig und morgen geht es weiter mit dem Voron Zero, da werden wir dann die Gleitlager-Linearschienen entsprechend fetten. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Happy Printing!